Hallo, guten Morgen, guten Morgen, hallo, hallo, guten Morgen, guten Morgen. Hallo, heute ist einer dieser unglaublich planlosen Tage, an denen man weiß, okay, ich hatte gestern frei. Heute ist Dienstag, eigentlich hätte ich für heute einen Streamplan, aber da meine Woche momentan sowieso so ein bisschen wäh ist und ich mich sowieso so ein bisschen wäh fühle, ist mein Streamplan auch so ein bisschen wäh und einfach nicht vorhanden. Und deswegen muss ich jetzt gucken. Was machen wir heute? Und mache ich mich fertig jetzt? Und ich dachte mir, weil ja öfter der Wunsch kam, kannst du mal zeigen, wie das so ist, wenn du, wie war das, wenn du einen Stream vorbereitest? Und ich so, ja, es ist jetzt 13 Uhr. Ich bin vor 2 Stunden aufgestanden, heute sehr holprig unterwegs. Habe fettige Haare, muss das jetzt irgendwie beseitigen, schminke mich gleich. Überlege jetzt gleich, wie wir heute streamen, was wir machen, mit wem wir es machen, mit wem wir spielen. Ich habe gleich noch einen Anruf von meinem Steuerberater und ich habe gleich noch einen Call mit Gorg. Wegen, keine Ahnung, was er von mir will, das erfahre ich gleich. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich hätte nie gedacht, dass ich euch wirklich mal mit zum Zähneputzen nehme. Alter, was ist das eigentlich für Licht? Ich sehe hier aus wie so ein halbtoter Zombie. Ich nehme meine schwarze Aktivkohle Zahnweiß Zahnpasta, aber sie ist schwarz und mache sie auf meine Philips Sonicare Zahnbürste, die allerdings kaputt ist. Ihr werdet jetzt hören, warum. Die ist halt einfach wirklich kaputt. Die ist mir runtergefallen und seitdem macht sie so richtig laute Geräusche und keine Ahnung, die ist voll locker, ist ja auch egal. Okay, never mind. Ich habe gerade die Zahnbürste in den Mund genommen und dann hat mich mein Steuerberater angerufen. Aber machen wir einfach nochmal. Ich wollte schon immer mal die Zähne putzen und dabei im Oberfell werden. Das ist schön. Und das Ding ist, ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass ich mich immer so unvorteilhaft filme, so von unten. Geil. Und das sieht doch schlimm aus. Da sieht man doch so mein Doppelkinn und meine Augenringe. Und es ist doch doof für mich. Und ich habe darüber nachgedacht, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Beziehungsweise, dass ihr mich halt auch mal so normal seht, weil gerade so dieses ganze YouTube, Instagram, Twitter, weiß ich nicht was Gedöns, ist immer so aufgesetzt und man achtet immer so sehr darauf, dass man gut aussieht. Aber ich finde, das ist so carefree. Free! Ich kann einfach ich selbst sein, ohne darauf zu achten, dass der Winkel perfekt ist und ohne dass, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so viel gechillter, weil ich weiß, ich sehe trotzdem gut aus. So, selbst wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist das halt so. Aber es ist halt einfach die Realität. Na, YouTube kann halt auch mal Realität sein. So, ich muss noch mehr mit der Kamera wackeln, damit ich noch mehr meine Aussagen. Nee, ja, gut. Ich habe jetzt eigentlich in 17 Minuten den Call mit Gorg. Aber ich werde mich schon mal anfangen zu schminken. So, ich bin jetzt am Schminktisch und hinter mir erscheint auf einmal ein Geisthund. Und der kommt mich jetzt stalken. Hilfe. Nein. Ich wünsche auf jeden Fall dem Videocutter viel Spaß dabei, das Video zu schneiden, weil ich schmink mich jetzt und das ist jetzt hier so ein halbes Make-up-Ding im Vlog. Das ist ja unglaublich krass. Ich klatsche mir jetzt hier was drauf, damit ich meine Augenringe so ein bisschen retuschiere. Übrigens, ich habe meine Augenringe gespritzt vor 3 Wochen, glaube ich. Habe ich 3 Wochen, 4 Wochen, irgendwie so. Weil die Haut unter den Augen, die ist halt so dünn. Du siehst halt immer so müde aus. Ich meine, ich sehe jetzt auch müde aus. Man kann jetzt auch sagen, Jen, das hat aber gar keinen Effekt gehabt. Aber ich finde schon, ich habe so ein bisschen Effekt da drin gehabt und meine Haut ist nicht mehr ganz so dünn unter den Augen und deswegen finde ich das cool und außerdem lagert sich das ganze Make-up nicht immer zwischen den kleinen Hautfältchen ab. Fältchen! Ja, so, ich halte jetzt mein Maul und schmink mich weiter. Oh, falsches Leben. Ups. Ich mir noch hier das drauf, so auf die Haut, damit das alles so ein bisschen harmonischer aussieht. Du hast ja auch
gar kein Make-up nötig. Warum schminkst du dich denn? Ja, ich weiß. Würde ich es nicht wissen, würde ich mich nicht auch ungeschminkt zeigen. Aber es ist einfach so ein... Ich habe meine Dinge im Griff. Nein, es ist halt... Keine Ahnung. Man, ihr wisst, was ich meine. Augen. Das ist richtig scheiße. So. Eyeliner. Der ist scheiße. Der ist richtig kacke. Das sieht halt ihre Karte. Doch, come on. Das sind keine Geschwister, das sind Cousine und Cousin. Oh, jetzt hab ich mich angemalt. No! Ja. So hier. Dunkel hier unten so hin, so. Hier so. Und da so. Lippen. Geil. So, und dann ist mein Make-up fertig. Ich muss mit Gork quatschen. Es ist jetzt, glaube ich, 13.32 Uhr. Kamera an. Einmal meine Streaming-Kamera und eine so für Calls und so. Und da hinten ist die andere Kamera. Und dann setze ich mich jetzt mal hin und quatsch ein bisschen mit Gork. So, und wie sich rausgestellt hat, bin nicht ich zu spät, 2 Minuten, sondern Gork ist zu spät. Jetzt warte ich hier darauf, dass Gork mir seinen Einladungslink schickt, dass ich mit Gork Videocall mache, und dann warte ich jetzt erstmal. Wobei ich eigentlich auch in der Zwischenzeit, wo ich auf Gork warte, ich schon überlegen kann, wie wir heute den Stream gestalten werden. Das wird wahrscheinlich wieder darin enden, dass wir viele spontan machen. Ich habe es momentan echt nicht so mit Plan. Also momentan ist wirklich bäh. Ansonsten habe ich mich immer jeden Montag hingesetzt und habe für die ganze Woche einen Streamplan gemacht und die Leute alle gefragt, ob was sie Bock haben und ob was sie spielen wollen und so. Deswegen ist momentan eher so meh. Aber wir haben heute auf jeden Fall Tiny Tina. Tiny Tina's Wonderlands, weil ich dafür eine Kampagne habe. Und momentan ist Midnight Ghost Hunt sehr in, weswegen sich da gefühlt jeden Tag neue Gruppen bilden. Und deswegen werde ich jetzt mal 7 Leute anschreiben. Beziehungsweise 6, weil Toro sowieso mitmacht. Ob wir heute Midnight Ghost Hunt spielen. 17 bis 19 Uhr Midnight Ghost Hunt. Erstmal Shagis fragen. Suki sind 4. Dave könnte man noch 5. Patty. Items 7. Naja, die letzte Person finden wir auch noch. Es sind mittlerweile 10 Minuten vergangen und ich wurde von Gork einfach versetzt. Aber es ist okay, in der Zwischenzeit mache ich irgendwas anderes. Und zwar muss ich den neuen Link und Panel von Waterdrop bei Twitch einfügen. Ich habe nämlich einen neuen Link und ein neues Panel für Waterdrop. Oh, ich habe gleich mal gerade YouTube. Ich kann ja sogar auf YouTube Werbung machen. Pass mal auf. Guck mal hier. Das ist doch ein schönes neues Bild. Mit dem Code JET10 sparst du 10% bei Waterdrop. Waterdrop ist richtig geil. Kann man sich wirklich, wirklich gönnen. Ich selbst trinke tatsächlich dank Waterdrop viel, viel mehr. Und die haben richtig viele Geschmäcker und Flaschen. Kann man sich gönnen. Ich habe mal einen Link unten eingefügt in der Beschreibung. Das war das erste Mal, dass ich Werbung gemacht habe auf YouTube. Ich bin so schnell. So, Gok hat sich jetzt gemeldet. Hallo! So, Call hat eine halbe Stunde gedauert. Ich habe schon, das klingt echt weird, ich habe schon seit 2 Wochen Bock auf Kartoffelpü, aber kein selbstgemachtes, sondern einfach dieses Ding aus der Tüte. Und das mache ich jetzt mit Tomatensauce. Ich habe richtig Bock. Ich habe so auf diesen Moment gewartet. Geil mit Tomatensauce. Was ziehe ich an? Ist ja nicht so, als wäre es super ordentlich in meinem Kleiderschrank. Ich hasse meinen Kleiderschrank, der definiert einfach mein komplettes Leben. So, ich bin jetzt soweit ready to go für den Stream. Es hat sich jetzt ergeben, jetzt haben wir irgendwie in der Stunde haben wir einen Talk. Dann haben wir Midnight Ghost Hunt, dann habe ich Goose Goostag und dann habe ich Tiny Tina. Das hat sich heute so ergeben, so, und ihr wolltet ja einen Hunde-Content. Deswegen kriegt ihr auch jetzt Hunde-Content. Lazy, komm mal her. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Aber du musst eigentlich da hinten reingucken. Nicht dein Booty in die Kamera halten. Nicht den Booty. Warte, wir machen. Die Sache ist die. Du könntest YouTube-Star werden. Schlag mal ein, wenn du willst.
Willst du YouTube-Star werden? Ja? Ja? Nee? Ja? Sag doch mal ja. Sag ja. Sag ja. Sag ja. Ja. Okay, hab das ja. Also Lazy will YouTube-Star werden. Kannst du mal eine Rolle machen? Mach mal eine Rolle. Mach mal bitte eine Rolle. Ja, fein. Und jetzt machst du mal Sitz. Und jetzt machst du mal laut. Mach laut. Und jetzt Männchen. Ja, es ist ein halbes Männchen, da sind wir gerade dran. Aber Lazy, du bist richtig krass. So. Und jetzt, Lazy, ich gehe streamen. Und du machst jetzt das Outro. Leute, danke schön fürs Zusehen. Komm doch mal her, wir müssen Blickkontakt. Dankeschön fürs Zusehen. Ich finde es total toll, dass ihr diese Vlogs richtig toll findet und die auch so höchst professionell sind. Ich werde weiter dabei bleiben, dass die Vlogs so professionell bleiben. Ich bin jetzt am Wochenende bei Mauki und Milchbaum ist auch dabei. Ich kraule jetzt nicht dein Arsch. Ich werde euch dann wahrscheinlich am Wochenende mitnehmen zu Mauki. Und du bleibst hier. Ach so, und übrigens, ich arbeite natürlich noch daran, den Besen zu essen. Das ist natürlich versprochene Sache. Ich weiß nicht, wie wir das machen werden, aber ich werde diesen Besen noch essen. Wirklich. Lazy, abspannen.